So, willkommen zu einem weiteren Arcade-Klassiker und einem weiteren Pac-Man-Ableger. Aber diesmal ein, ja, etwas anderes Pac-Man-Spiel, und zwar Pac-Land. Und ja, ohne weitere Umschweife, let's go, ne? Starten natürlich in Kurs 1, wie immer. Kann nur springen und ja, sollte halt am besten nicht überfahren werden und vor Ablauf der Zeit natürlich ins Ziel kommen. Time. Puh. So sprintet man. Ich habe vergessen, dass das ging. Das erleichtert natürlich einiges, zu wissen, dass man hier sprinten kann. Was für ein lächerlicher Sprung. Jump hätte ein bisschen weitergehen müssen, glaube ich. 10.920 Punkte ist nicht mal der fünfte Platz. Schade. Aber gut. Damit haben wir auch den Ableger von Pac-Man gesehen. Und ja, ein bisschen zu spät herausgefunden, dass man sprinten kann. Also. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal irgendwann mal besser, wenn ich dran denke. Bis dahin auf jeden Fall. Bis dann und auf Wiedersehen.